Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und weiter geht's hier in Farthest Frontier. Hallöchen. In der letzten Folge hatten wir endlich Nachwuchs bei unseren Kühen. Wir haben ein Relikt in unseren Tempel gelegt. Ja, sehr laut. Wir haben hier die Scherbe von Markoviens Klinge gefunden. Und in diesem Moment erinnere ich mich gerade wieder, dass ich mal nach Namensvorschlägen für unseren Tempel gefragt habe. Und da gab es tatsächlich ein paar Vorschläge. Und jetzt suche ich den Namen, wo ich ihn umbenennen kann. Bin ich gerade blind? Wir hatten doch, konnten doch hier den Namen ändern, oder? Hier, genau. Es gab tatsächlich ein paar Vorschläge, aber einen Vorschlag fand ich ganz nett. Auch wenn ich immer Probleme haben werde, ihn auszusprechen. Das Tempelchen. da wird natürlich täglich gebetet. Okay, so. Dann gibt es hier einen Bären. Du rennst gerade weg, oder was? Nee, du erntest Obst, während ein Bär neben dir steht. Tja. Eigentlich müsstest du an die andere Richtung rennen. Da wirst du jetzt noch am Bär vorbeirennen müssen. Renn mal bitte hier hin. Die Soldaten. Und wieder sind welche unzufrieden. So, ich werde mal jetzt nicht alle mitnehmen, falls in diesem Moment wieder ein Überfall kommt, wie beim letzten Mal. Und die Bären dann einfach... Ach, die Räuber dann einfach zum selben Zeitpunkt kamen wie der Bär. So, und hier sehen wir schon, er ist fast tot. Ja. So, jetzt ist der Bär aber hier stehen geblieben. Und kümmert sich um das Haus. Während da mal dann Leute dann vorbeispazieren. Jesus. So. Ach, wieder mal jemand verloren hier. Gut. Die Steine hier mitten der Siedlung können noch weg. Oh, hier sind ja auch welche mitten in der Siedlung. Ah, die müssen auch alle weg. Da hatte ich in der letzten Folge gar nicht so richtig geschaut. Hier unten die sind schon fast alle weg. Das ist gut. Hier ist noch ein Achter. Ja, dann sind es halt die nächsten. Gut. Was wir in der letzten Folge auch gesehen haben, dass wir ein kleines Problem mit der Sauberkeit haben. Wir haben hier einen neuen Kompostplatz gebaut. In der letzten Folge waren hier in der Hauptsiedlung die Lager voll mit Abfall. Da war teilweise 24 Abfall drin. Es ist jetzt schon besser geworden. Definitiv. Aber eventuell müssen wir noch einen vierten Kompostplatz bauen. Müssen wir mal gucken, wie das sich entwickelt. Ja. Dass wir Nachwuchs bekommen hatten bei den Kühen, hatte ich erwähnt. Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Okay, wieder Altersschwäche gestorben. Das ist gut. So, hier hatten wir in der letzten Folge angefangen, die Weide zu umzäunen. Hier haben wir noch aktuell die Weide offen. Einfach, weil ich nicht noch ein Feld von der Weide selbst wegnehmen möchte. Ich habe gar keine Ahnung, ob die Weide überhaupt ausreicht von der Größe. Gut, von der Größe her ist es ja festgegeben, ne? Ist ja fest, die Weide. Ja. Hier haben wir so einen Würmern erkrankt. Bezüglich verbesserte Fruchtbarkeit sieht man hier noch nichts, denke ich. Aber es wird vermutlich dann wieder Zeit kommen. So. 17 Arbeiter haben wir verfügbar. Wollen wir mal wieder welche in die Goldmine schicken? Ich glaube, die ist komplett leer. Ja.
grab doch mal wieder nach Gold. Gut. Dann machen wir auch mal die schnelle Geschwindigkeit rein. Wie sieht es mit den Vorräten an Getreide und so aus? Gar nicht. Ach ne, Moment, Getreide ist hier oben. Gemüse ist aber fast weg. Ein paar Bohnen. Okay. Aber Getreide haben wir relativ viel. Auch Kühe können wir dadurch ernähren. Lachs haben wir übrig. Wie sieht's mit der Herstellung von Leinenkleidung aus? Da sind ständig zwei beschäftigt. Und wir haben 15 im letzten Jahr produziert, 19 liegen im Lager. Und im Stadtlager... So, das ist... Ach, hier sieht man auch, dass das ein Gebäude ist, okay. 19. Lass uns doch ein paar in den Handel legen. Zum Beispiel 18. So, der Arzt ist weiterhin unbeschäftigt. Okay. Ja, in der letzten Folge hatten wir auch am Anfang der Folge hatten wir 280 Brote. Am Ende der Folge hatten wir irgendwie 30. Aber nicht, weil es hier ein Brotfest gab, sondern weil das Brot verdorben ist. Seitdem haben wir jetzt auch Produktionsgrenzen eingestellt. Sodass wir nicht mehr übermäßig viel Brot produzieren. Denn Brot verdirbt, während Getreide und Mehl relativ lange gelagert werden kann, wenn man den Tooltips oder den Ladetipps beim Laden der Spiele glauben kann. So, was habt ihr hier? Ach du große... Deswegen braucht man hier so viele Leute, um die Kühe zu behalten. Das Tier flieht. Es mag nicht mehr. Nein, es ist auch noch krank. Oh Gott. Und es hat Hunger. Und da kam der eine vermutlich einfach nicht mehr aus. Oh nein, jetzt weiß ich, warum man so 6 Leute hier beschäftigen kann. Oh Gott. Das sind 500 Gold, was da wegrennt. Aber wenigstens hat es Nachwuchs produziert. Wir haben immer noch 2 übrig. So, ich glaube, war schon ein Händler da oder kommt der gerade? Ne, der kommt gerade. Okay. So, da ist der Händler. Können wir hier vielleicht noch mehr reinsetzen? Untätig. Hütet. Hütet. Jetzt haben wir noch 14 Arbeiter. Okay. Vielleicht ist 5 zu viel für 2 bis 3 Kühe, aber vielleicht können wir das noch einfangen. So, der Händler. Der möchte hier Gold von uns. Allerdings zu einem weit unterdurchschnittlichen Preis. Ja. Dafür will er aber auch uns die 50 Holzbretter abnehmen, die wir mal reingelegt haben, für einen ordentlichen Preis stattdessen. So, hast du was im Angebot? Richtige Waffen zum Beispiel hast du. Okay. Aber zu einem überhöhten Preis. Nee, das machen wir nicht. Aber das Gold... Das sind 1400 Gold immerhin. Ja, verkaufen wir es. So, jetzt hätten wir tatsächlich theoretisch die 2000 Gold für die nächste Stufe vom Dorfzentrum. Allerdings fehlen noch 10 Leute. Und der Ton fehlt auch noch. Dann würde ich sagen,
Oder wollen wir doch die Waffen nehmen? Moment. Wie viele normale Waffen fehlen uns denn aktuell? 1, 2, 3. 3. Wie viel ist das? Das sind 360, oder? 48, okay. Dafür würden wir dann die einfachen Waffen auch noch am Vorrat dann haben, stattdessen. Na komm. So. Die Werkzeuge kaufe ich nicht, auch wenn sie sinnvoll wären. Was mir zu teuer ist. Auch die Kettenhemden nehme ich nicht. Naja, dann sind wir hier durch. Wir haben keine Stämme mehr. Ich glaube, ich hatte hier hinten in Arbeitercamp die Leute weggenommen, ne? Ja. Allerdings haben wir jetzt auch keine Leute mehr, um diese hier da reinzustecken. Und dann müssen wir mal normale Bäume abholzen. Ich frage mich gerade nur, wo. Ja, am besten hier dann. Okay. Bei dem Arbeitercamp hier unten, da haben wir die Leute noch beschäftigt, oder? Ja. Ja, und da haben wir auch hier alle Bäume abgeholzt gerade. Dann können wir das eigentlich wieder hier rüber schieben. Ja. Okay. Und noch ein Nutztier geboren. Ui. Moment, haben wir den jetzt eigentlich eingefangen? Ich habe ihn immer noch rumrennen sehen hier irgendwo. Aktuell nicht. Aber er ist noch da. Wir haben zwei Nachwuchs geboren und dann haben sie ihn wieder eingefangen. Okay, gut. Und jetzt ist hier die Geburtenrate 1 pro Jahr. Okay, das ist nicht mehr rot. Gut. Wir haben Futtervorräte. Hütet, hütet, hütet. Okay. Dann ist das Gold nicht weggerannt. Sehr schön. So, wir hatten noch einen Räucherer gebaut. Hatte ich den hingesetzt? Ah ja, hier, neben dem Schlachthof hier. Das hat auch was produziert. Fleisch haben wir aber immer noch super viel vorrätig. Und wir haben schon wieder 110 Brot. Wie können wir denn 110 Brot haben? Was hatte ich denn eingestellt? Als Grenze. 100. Und bei 30 fängt er wieder an. Ich senke das mal auf 80. Ja. So, jetzt kriegen wir mal wieder die Warnung. Zu wenige Arbeiter, aber irgendwas ist wohl gerade in Pause gegangen. Deshalb haben wir wieder 19 Arbeiter verfügbar. Und hier kommt gerade der nächste Händler. So, der kauft Felle, Seife, Steine. Cool. Und er hat Ton im Angebot. Sehr gut, aber auch zum erhöhten Preis. Naja. Also, die Felle verkaufen wir zu einem auch überhöhten Preis. Na gut, das gleicht sich irgendwo aus, dann denke ich. So, die Seife zu einem etwas unterdurchschnittlichen Preis. Steine. Steine ist aktuell unser Gut, was wir am meisten verkaufen, glaube ich, irgendwie. So, jetzt haben wir hier tatsächlich 3300 Gold rumliegen. Ton.
Wir brauchen 200 für Stufe 3. Das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Wir haben noch 114 für die Töpferwaren, die wir mittlerweile herstellen. Nicht 20. 200. 250. Ja. Wir werden dann auch, wenn wir Stufe 3 haben, dann auch Backsteine herstellen müssen. Dann müssen wir eh regelmäßiger Ton kaufen. Das geht auf jeden Fall nicht verloren. Und dann hätten wir noch 2000, obwohl. Wir werden es regelmäßiger kaufen müssen, Ton. Wir kaufen hier mal 200. Dann haben wir noch 2600 im Handelsposten. 600 können wir in die Stadtkasse packen. Dann bleiben nämlich 2000 für das Dorfzentrum übrig. Ja, machen wir so. Beziehungsweise, nee, das machen wir jetzt auf jeden Fall so. Haben wir noch irgendwas, was hier sinnvoll wäre? Kräuter, wie sieht es mit Kräutern aus? Haben wir noch einige? Müssen wir zu einem immer erhöhten Preis auch nicht kaufen. Ja, Backsteine machen wir dann selber. Aktuell können wir es eh nicht einsetzen. Okay, das sind wir hier durch jetzt. Ja. Alles klar. Gut. Und ein Raubtier. Ein Wolf mal. Kommt mal raus. Drei von euch können den Wolf angreifen. Der sich hier an dem... Ach nee, das ist ein Bewohner. Ach du Gott. Rennt doch mal weg. Beziehungsweise hier zu, ihr seid hier zu viert gerade. Ihr könnt doch den Wolf so angreifen, oder? Oh, okay. Die wäre aber auch so gestorben. Die hätte ich da nicht mehr wegbekommen. Ja gut, dann können die Soldaten sich wieder die Füße hochlegen. So, Schule abgeschlossen. Den Händler hatte ich schon angeguckt, oder? Das ist nicht noch ein dritter Händler. Ja, den hatte ich schon. So, der ist gestorben. Okay. ...22 Buchweizen haben wir verloren durch eine Krankheit mal wieder. Ja, dieses Feld hier. Kann man da irgendwas tun? Eine aus dem Boden stammende Krankheit, die Buchweizen, Bohnen und Erbsen befällt, die Stängel faulen lässt und die Pflanzen umgürtet. Sie tritt am häufigsten bei kühlerem, feuchtem Wetter auf. Sie kann zu erheblichen Ernteverlusten führen, wenn sie nicht durch eine Fruchtfolge mit anderen Kulturen gehandhabt wird und verbleibt jahrelang im Boden. Ah, okay, dann dürfen wir keinen Buchweizen, keine Bohnen und Erbsen anbauen. Das hätte mir mal jemand sagen sollen. So, hier haben wir auch noch Bohnen drin. Ne, das sind Erbsen. Fällt jetzt ziemlich viel raus. Dann machen wir mal statt den Erbsen Karotten. Und wir müssen dann dran denken, den Buchweizen wegzunehmen. Mit Roggen oder Weizen oder sowas. Okay. Feuer, Feuer! Okay.
frage mich jetzt allerdings, ob ich hier tatsächlich 5 Leute brauche. Braucht jedes Tier einen Hüter? Das frage ich mich gerade. Die stehen doch hier nur rum in die Hütten. Oder hat vielleicht sogar ein eingezäunte Weide einen Vorteil? Dass die dann nicht weglaufen können? Aber ich nehme mal hier einen der Hüter weg. So. Wir haben hier Nahrung verloren, weil die verdorben war. Tja. Ich weiß immer noch nicht, wer für den Warentransport zuständig ist. Ich muss mich da mal auch mal einlesen. Ob das die Arbeiter machen, die Freien, oder die Häuser selbst. Ich war immer der Meinung, dass die es die Häuser selbst machen. Ich hätte auch mal von einer Weile mal nachgeschaut in den Beschreibungstexten zu den Arbeitern. Steht nicht drin, dass sie die Waren transportieren. Als Tätigkeit hier steht aber auch immer nur drin, liefert Viehfutter. Und nicht liefert Milch ab irgendwo. So, ich habe es schon erwartet. Das ist die zweite Folge ohne Überfall gewesen. Der nächste Überfall. Und jetzt haben wir hier auch noch einen Grippekranken. Wir machen direkt mal den Arzt an. Den werden wir nach dem Überfall vermutlich sowieso brauchen. Wir schieben ein bisschen Gold ins Stadtsäckel. Okay, so. 23 diesmal. Alle Soldaten sind zu Hause jedenfalls. Die greifen hier unsere... Nee. Der Jäger greift hier die Ramme an. Naja. Du bist ein Held. Das überlebst du nicht, wenn du da weitermachst. Renn hier mal ins Dorf bitte zurück. Versammelt euch mal im Zentrum. So, jetzt rennen die hier durch. Die Ramme wird wieder völlig sinnlos diverse Zauntore kaputt machen. Die Rehe werden das als Einladung verstehen, unsere Felder zu überfallen. Ich sehe es schon. Das war das letzte Mal genauso. Die Leute, die hier arbeiten, ich will die mal aus dem Weg nehmen. Die sollen da mal nicht bleiben. Weil die Räuber schießen gerne mal mit Pfeilen um sich. Die werden wir mal abziehen. So. Sind die alle hier? Es sieht so aus, als wenn alle so ungefähr, sind in zwei Gruppen. Eine ist hier und eine ist da. So, dann kommen die eigentlich ganz günstig. Dann kommen die entweder hier so an oder hier so. Vielleicht auch hier unten. Wenn sie da unten ankommen, ich nehme schon mal mir 4 Soldaten raus. Weil die brauchen eine Weile, bis sie da unten angekommen sind. Die Räuber rennen wie die Teufel. Und... unsere Soldaten nicht. So, Influencer kann weg. So, ich glaube mal, hier aus den Wohngebäuden muss ich jetzt nicht die Leute abziehen. Aber schauen wir mal. Ja, die haben jetzt hier nämlich... Ah, ja, hier, die schießen die Leute an. Ja, der wird das nicht schaffen. Aber der ist in seiner Wohnung. So, zwei Gebäude wurden schon zerstört. Einmal ein Zauntor und noch ein Zauntor. Hier, er wird auch sterben.
Ja. Hier haben sie das Fleisch geklaut. Ja, ich lerne dazu. Das ist leider nur langsam. Es macht keinen Sinn, Vorratsgebäude zu haben, die wir nicht verteidigen können. Das müssen wir umbauen. Wir haben da schon einen Rübenkeller. Der Rübenkeller war gedacht dafür, dass wir hier das produzierte Gemüse und so hier lagern können. Da muss ich mal länger drüber nachdenken, wie das am besten ginge. Ich meine, auch wenn man hier eine kleine Palisade drumherum baut, das bringt ja nichts. Dann reißen sie die ein. Die Ramme macht das Zauntor kaputt. Oder die Soldaten machen dann das Tor kaputt. Und das geht schneller, als die Soldaten aus unserer Kaserne dahin anmarschiert sind. Aber würde ich den Rühmkeller tatsächlich hier hiermit abstellen, so weit weg von dem ganzen Kram? Ha. Die schießen aber auch jetzt wild um sich hier. Zerstört. Schwerende Wunden, okay. Mach das mal zu. Wo sind die Soldaten, die ich runtergeschickt habe? Ah, die laufen schon wieder zurück. Die Steuerung. ich habe hier, seitdem wir so groß sind, habe ich noch keinen richtigen Griff dran gefunden, wie ich das besser hinkriege, dass das nicht so chaotisch hier abläuft. Ich kann nicht den gesamten Bereich schützen. Das ist völlig unmöglich. Ja, dann kommt halt mal alle Soldaten mit und sollen die hier raus. Dann gehen wir aus der Palisade raus. So, die Häuser werden hier kaputt gemacht. Super. Toll, toll. Das sind jetzt hier Mordmaschinen. Die ermorden einfache, unschuldige Häuser. Warum? Und die Bewohner sind so doof. Da ist der nächste Tote. Sind das eigentlich alle Soldaten? Ja, der eine ist fast tot. Macht ihr beiden mal die und ihr beiden macht die. Tot. Okay, sie fliehen. Boah, ärgert mich das. Wieder die Wildtiere, die sich jetzt
voll fressen. Ich hab's doch gewusst. 6 Bewohner sind gestorben. Okay. Und da läuft jetzt ein Bär hinterher. Okay, soll er machen. Ah, das ärgert mich jetzt hier. Tja, was macht man da? Wachen? Wachtürme? Eine zweite Kaserne? Ich kann nicht so viel Land verteidigen. So, ja, Räucherfleisch, das hat man schon gesehen. Hatten sie geklaut. 8 Gebäude, 6 getötete Dorfbewohner. Eine Palisade davor setzen. Das Problem ist halt, wenn man da eine Palisade hinsetzt, dann bräuchte man 3 Kasernen überall verteilt, weil man kann das ja nicht sinnvoll verteidigen. Aber vielleicht gibt einem das mehr Zeit. Das könnte schon sein. So, es sind hier 6 Leute gestorben. Wir müssen jetzt aus unwichtigen Gebäuden mal hier Leute abziehen. Zum Beispiel die beiden. Zwei verfügbare Arbeiter, verdammt. Baumpfleger? Was sind denn Baumpfleger? Ach, hier, Obst bauen. Ah, okay, aber da können wir einen tatsächlich auch rausnehmen. So. 138 Buchweizen wurden jetzt hier gefressen. Okay, aber dann kann ich mich gerade noch daran erinnern, dass wir hier ein anderes Getreide anbauen. Tja, der Roggen hat minus 5% Fruchtbarkeit. Der Weizen minus 6. Ja, dann halt den Roggen. Ja. Okay, ich muss mal hier drüber nachdenken, wie ich hier weiter vorgehe. Naja. In der nächsten Folge weiß ich vielleicht mehr. Müssen wir mal gucken. Gut, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.